Ja, und ich habe auch noch was Nettes zu verkündigen. Am Sommerfest haben wir 13 neue Mitglieder gewonnen. Darüber freuen wir uns natürlich ganz, ganz toll. Und ich möchte alle bitten und herzlich einladen, werdet Mitglied hier im Tierschutz Mölln. Und für alle Auswärtigen, geht zu euren Tierschutzverein, zu euren Tierheim, werdet dort für ein Mitglied, denn sie können es alle brauchen. Wir wollen natürlich nicht nur euer Geld, klar, logisch. Nein, wir wollen euch als Mitglieder, weil wir brauchen euch, denn je mehr Mitglieder, desto mehr Einfluss können wir auf die Politik nehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben jetzt fast 200 Mitglieder. Das nächste Sommerfest wartet bereits. Ich bin bereits schon wieder in Vorbereitung auf 2013, 50 Jahre Tierschutz Mölln. Ja, und wer Lust hat, kann gerne mitmachen. Ihr habt sicherlich schon drauf gewartet. Und jetzt endlich ist er hier. Der Wuff der Woche wieder für euch. Ich möchte euch heute vorstellen unsere kleine Susi. Und natürlich unsere Tierheimleitung, Frau Anja Koschnick. Die kleine Susi war angebunden in Ratzeburg am Ratzeburger Rathaus, ist also ein Fundtier. Und unsere Frau Koschnick wird gleich was dazu erzählen. Frau Koschnick, wie lange ist Susi jetzt hier im Tierheim? Susi ist im November 2011 zu uns gekommen, wie gesagt angebunden in Ratzeburg am Rathaus. Ja, und seitdem wartet sie hier, dass jemand kommt und sie hier wieder rausholt. Wie alt ist sie jetzt circa? Sie ist geschätzt, dass sie 2004 geboren ist, also ist sie jetzt circa 8. Und Rasse? Ein Terrier-Pinscher-Mischling. Also Susi ist ein sehr verschmuster Hund. Also es ist ganz wichtig, dass bei Susi Vertrauen erst aufgebaut wird, weil ohne dieses Vertrauen kann sie auch mal zuschnappen. Mit Katzen und Kindern, ist da was bekannt? Also Katzen auf gar keinen Fall, weil Susi hat also Jagdinstinkt. Da kommt der Terrier dann durch. Kleine Kinder auch nicht, aufgrund ihrer Ängstlichkeit und ihrer Schüchternheit. Wenn da halt viel Besuch ist und viel Kinder zu Besuch kommen, das ist für sie gar nichts. Also ältere Kinder, denen man sagen kann, lasst sie einfach mal in Ruhe, ist in Ordnung, aber keine kleinen Kinder. Ja, also wenn ihr irgendwie ein schönes Zuhause für unsere Susi habt, würden wir uns freuen. Und ansonsten könnt ihr auch jederzeit hier im Tierheim Mölln vorbeischauen. Jeden Mittwoch, jeden Freitag sind ihr Besuchszeiten immer von 15 bis 17 Uhr. Und ansonsten einfach mal anrufen 04542 3683 und hier bei Frau Koschnick melden. Schönen Dank, Frau Koschnick.